Ja, aber so welche dämlichen Fails, die kommen dann auch bestimmt in der, wenn ich dieses Spiel als Let's Play machen würde. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das überhaupt sehen wollen, würden, tun, sollten, müssten, könnten. Ach ja, das Level. Das ist das Lustige in diesem Level, dass die Lava die ganze Zeit durch ihn steigt. Das hätte ich mir fast gedacht, deswegen habe ich es ja gewählt. Ach, das ist doch mal schön. Ich stehe auf so. Oh, geh weg! Oh! What? Ja. Es tanzt ein Biber, Butzelmann. Was ist das da mit der Fernbedienung, wenn ich die Schüttel sage? Hoppala. Damit kannst du den Propeller aktivieren. Ich hab keinen Propeller. Das kam einfach. Ach Gott. Was? Das war so deine Schuld, ey. Ja, jetzt bin ich in die Lava gefallen. Ja, dann mach mal das Level allein. Wandsprung, danke. Luigi! Ja, dann geh doch rein! Nicht daneben springen! Zwei Doofe, eine Tür. So. What the heck? Ich denke, da kann man durchlaufen. Nein. Das habe ich auch gesehen. Boah, Mann. Deswegen, also dieses Spiel ist eigentlich ja, ein super Spiel für ein Let's Play, aber... Hoppala. Hoppala, wow. Dass ich auch sicherlich mit jemand anders zusammen gerne spielen würde, aber... Ich glaube... Ja. Runter von meiner Mütze. Oh, Cash. Oh. What the heck? Du hast mich Ach, das Ding, da ist die Lava schon. Hopsala, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Ach, das geht gar nicht da weiter. Shit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Wir sind ins Blub-Blub gefallen. Ja, irgendwie haben wir bislang die schwierigen Level alle nicht gemeistert, ne? Aber andersrum, wir sind kurz vorm Ende gewesen. Da oben war die Röhre und dann ging's mir was vorbei. Das zählt nicht. Das ist nicht dasselbe. Und nein, ich werde nicht den Grund nennen, warum wir kein Dead Space spielen. Ach so, du willst nicht den Grund nennen. Gut. Du dann kannst lassen, ihn nee, nennen. Dann lassen wir den. Dann lassen wir, dann werden die Zuschauer für immer unwissend sein. Das hast du sehr schön gemacht. Oh ja, Tragik ohne Stöckchen. Hä? So, dann gehen wir mal in die Röhre. Ne, dieses Spiel ist auch einfach, also, es ist jetzt für das Spiel für die Wii, nicht für die Wii U. Warum nicht für die Wii U? Ich habe mir das Spiel für die Wii U nicht geholt. Aus dem Grund, weil ich es schon bei Neo Sun LPN gespielt habe. Das auch eigentlich gar nicht mal so übel ist, aber der Punkt ist der. Hoppala. Wie hat das diese. Was sind das? Aubergine? Was? Das, was die da runterschmeißen? Nein, die Typen, die es schmeißen. Das weiß ich gar nicht. So, das ist dann eins und schütteln und dann kannst du da jetzt mitnehmen. Gesundheit. Ja. Bring mich zum Licht. Du hast das Licht. Falls noch jemand die Dortmunds kennt. So, das ist hier eigentlich der einfachere Weg. Ich weiß nicht, warum du mich nicht vorlässt einfach. Ich hab doch hier. Ja, warum lasse ich dich nicht vor, wenn du eh schon gewinnst? Ja, aber das wäre zu eingebildet, wenn ich das sagen würde. So. Die Zahlen sprechen für sich. Wow, wow, wow. So, Qualle. Das ist eigentlich ein recht angenehmes Wasserlevel. Ja, aber außer... Ich kenne Spiele mit schlimmeren Wasserleveln. Klar, aber andersrum, wenn du hier alle Starcoins haben möchtest, das Schwierige ist jetzt... Da kommen jetzt die Bloopers. Blooper-Schatz. Siehst du? Blooper, genau. So, da wir das jetzt ja zusammenspielen, oder gegeneinander besser gesagt, ist das ja so... Sternis? Oh, no. Kein
Sterni. Da la 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 la. Was ist jetzt los? Disco Fever. Oder was? Ja, was? Und Blooper Schatzi. Sehr schön. Nee, dieser, dich hat so ein grüner Fische erwischt. In diesem Spiel sind diese grünen Fische Verfolgungsfische. War es noch damals schon? Nee, der Super Nintendo? Ich glaube, beim Super Nintendo war das so, dass die blau waren. Oder waren sie wirklich grün? Weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, dass ich das, ob ich das hier das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich den zweiten Dark Coin, den dritten Dark Coin nicht gefunden. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Na gut, dann halt hoch, wenn du unbedingt so schnell hoch willst. Das war die Strömung. Da oben ist sie nämlich. Ganz, weißt du, du guckst da eigentlich gar nicht drauf. Weißt du, du denkst dir so von wegen hier Scheiße, da oben ist schon das Ziel. Wenn du suchst dir deinen Arsch ab. Oh mein Gott, ich komm nicht durchs Rohr. Ah, du suchst dir da, weiß ich nicht, was ab. Ja, du kannst da rüberlaufen. Ja, okay, das ist mir misslungen, aber egal. So, und jetzt einfach ins Ziel. Dann kriegst du keine Münzen! Weil du kriegst ja auch fürs Ziel Münzen. Siehst du, aber du warst schlechter als ich. Obwohl du größer warst. Schäm dich. Größe ist nicht alles. Nee, da hast du recht. So, ich hab fürs 1 Dark Coin hab ich 10 Münzen gekriegt. Du, das war wieder eng. Nein. Doch. Du hast wieder ein Drittel geführt. Ja, und? Mehr Leben als du, aber egal. Du hast mit einem Fünftel geführt. Okay. La 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 la. Aber ein Drittel wäre fast passend gewesen. Guck, da haben wir Welt 8-4 jetzt gehabt. Dann würdest du jetzt 8-6 nehmen. 9-6. Special Welt 6. Die ist arschig auch bis zum Gehen nicht mehr, weil wenn du die Star Coins hier versuchst zu holen, ja. Ist recht, weil du hier dran scheitern wirst oder auch nicht. Ja. Das sind so kleine Lavaströmchen. Wow, 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 wow! Ja, das war ja klar. Woo! Woo! Oh mein Gott! Was hast du getan? Was hast du getan? Du bist auf mich draufgesprungen, direkt runter in die Lava. Ich glaube, dieses Mal hast du sogar das Ding gewonnen. Doch! Oh Mann! Du warst länger im Spiel als ich und. Hab gefailt! Aber sowas von! So, das Level, worum es geht, warum dieses Spiel kein Let's Play geworden ist, ist Level 9-7. Kannst ja dir mal schon. Können wir ja auch nochmal gleich anvisieren. Super! Ja, dieses Level ist so ein klassisches. Ich muss alles. Was hast du getan? Du hast mir die Orientierung genommen. Luigi! Ja. Luigi! Eine Münze! Flo, alles wird gut. Ich hab das 21-fache. Ich glaube, so viel Vorsprung hatte ich noch nie. Also das Spiel, warum ich dieses Spiel nicht gespielt habe als Let's Play, ist Level 997. Das ist in Welt 9, logischerweise, weil 97... Ich arbeite dran und ich gehe in Leserichtung voran. Okay, das da. Deswegen habe ich dieses Let's Play, also dieses Spiel nicht Let's Played, wegen diesem Level. Es ist so arschig, dieses Level, das glaubst du gar nicht. Da sind die Piranha-Pflanzen und die spucken einfach. So, und wenn die das Eis erwischen, ne... Ja, sowas. Also im Endeffekt, ne, und dann die Star Coins noch einsammeln dazu. In deinem Fall musst du sie ja, kannst du sie ja einsammeln, aber ich weiß nicht, ob du das machen möchtest oder nicht. Ja. Du hast, glaube ich, gerade den Feuerball verdeckt. Aber, ne, guck, du hast gewonnen. Du hast mit einer Münze gewonnen. Oh. Willst du mich eigentlich veräppeln? Ich hab keins. Nee, aber dieses Level ist... Ich hab zu 100% gewonnen. Ja, so sieht's aus. So, und genau dieses eine Level halt, das, was wir jetzt gerade angespielt haben. Deswegen ist dieses Spiel nicht ein Let's Play geworden. Nur wegen diesem Level. Traurig, oder? So, warum? Naja, vielleicht finden das ja ein oder andere interessant.
So, hast du denn hier noch einen Wunsch, oder ist dir das Spiel jetzt doch ein bisschen zu doof? Mehr fällt mir irgendwie nie ein. Nehmen wir das, da sind Laser! Laser. Yeah, Party, so, also. Ich überlege gerade, soll ich das Laser durch den Vocoder jagen zum Schluss? Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das wissen, was das ist. Stimmt, hat's ja. Dann habe ich eine Roboterstimme. Stimmt, woher wollen die das jetzt auch noch hören? Folgender Satz ist nur für euch im Vocoder. Gut. Die eine Münze ist meine! Oh, das gibt's nicht! Oh doch. Auch ich darf mal. Eine Münze einsammeln? Ja. Oh, dann mal schnell hoch! Hui! Ich hab überlebt! I survived! Ja, Stay alive! Hui! So. Zack, zack, zack. Oh, Lasers! More Lasers! More! Give me more! Give me more! I want to Hühnern jetzt gleich! Und ich hab's trotzdem noch geschafft, sehr genial. Ich hab's geschafft, einen Knochen trocken zu töten. Einzufrieren. Du hast ich hab ihn getötet. Nein, du hast ihn nur eingefroren. Nein! Doch, da! Jetzt Achtung, da! Nein, ich hab eben einen getötet. Sieh dir das Video nochmal an. Oh, immer dieses Video nochmal ansehen. So, nochmal die nächste Starcoin. So, wie steht ihr jetzt eigentlich zu diesem Spiel? Ja, super. Du kannst ja vorgehen, ist ja kein Problem. Ja, ich hab wie steht ihr jetzt eigentlich zu diesem Spiel? Sollte es das Spiel mit uns zusammen als Story-Modus nochmal geben? Ja, nein, vielleicht. Wenn das nicht ausreichend, ja, Lasers! Ja, du hast einen Geheimgang entdeckt. Ich bin Batman. Okay. Wenn wir dieses Spiel nicht ausreichend Ja's bekommen sollte, dann wird es auf jeden Fall nicht gespielt. Ich würde mal sagen. Es ist abhängig von der Daumierung, richtig? Nö, ich würde sagen von den Kommentaren, weil ich mag lieber. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das so komisch zitiert gerade. Warum hänge ich hier? Du musst kippen. Wie die Kippe kippen. So, und dann gegen kippen. Warum falle ich, wenn ich sowas tue? Zack. So, nämlich. Dann wieder gegen kippen. Du willst dein eigenes Item nicht? Was? Gibt es Items, wenn man 8 rote Münzen sammelt? Ich glaube, das ist in diesem Spiel neu eingeführt worden. Erzählst du mir nie etwas? Nie sprichst du mir. Oh. Ja, das war mein Tod. Das war mein Tod gleich. The Batman! Mach keinen Scheiß. Ich sagte, du sollst keinen Scheiß machen. Lasers! Ja, geh rein. Du holst ja eh alle Münzen. Ja, genau. Das ist ja auch die Hauptsache in diesem Münzjagdkram. Ja! Ist das ein Wrestler? Ich bin gestunt. Zack. Und wieder ausweichen und wieder ausweichen. Und dann zack. Nächster. Nicht im Treibsand, das wäre glaube ich ganz schlecht. Zack. Rüber. Jetzt wieder drauf. Hast du Glück gehabt, dass du nicht in den Treibsand gekommen bist? Yeah, Party! Ich bin in den Treibsand gekommen. Ja, hab ich gesehen, aber dann nicht runter. Ich bin trotzdem in den Treibsand gekommen. Ja, der soll jetzt fliehen. Wow. Ja, wow! Ich würde sagen, Punkte habe ich. Einige. Aber ich habe mehr Leben. Oh. Oh yeah, golden!